Sind Sie zufrieden? Ich bin deshalb sehr zufrieden, weil erst einmal volles Haus, sehr viele Interessierte, gute Impulsvorträge. Wir konnten einmal ein bisschen was erfahren, was passiert gerade mit der Gesetzgebung in Deutschland. Auf der einen Seite auch ein Stück weit erzählen, was macht gerade das Land. Ein wenig auch den Auftakt zu den folgenden Veranstaltungen. Und ich bin erfreut darüber, dass wirklich Akteure aus allen Bereichen da waren, um mitzuhören, aber auch ein paar Ideen noch hier zu lassen, damit wir insgesamt besser im Thema Fachkräftesicherung für Schleswig-Holstein werden. Was ist Ihr größtes Learning aus der Veranstaltung? Na, das größte Learning ist, glaube ich, dass es sehr viel, ja, Unwissen ist das verkehrte Wort, aber unterschiedliche Wissensstände in verschiedenen Bereichen, dass noch in unterschiedliche Ebene besser ineinander gegriffen werden müssen, dass aus Missverständnissen ausgeräumt werden können, um die maximale Möglichkeiten auch für unser Land zu ermöglichen. Also ist es aber auch, weil gerade in Deutschland sehr viel in der Gesetzgebung passiert und das gilt es jetzt, glaube ich, zu bündeln, gerade in ein Thema wie das Welcome Center. Wir haben hier einen Film gesehen, in dem viele junge Geflüchtete zu Wort kommen, die jetzt in Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen stehen, die anfangs Mühe hatten, das Thema Sprache sich zu erarbeiten. Sie sind dafür, dass man möglichst schnell in Arbeit kommt, um Sprache zu lernen. Hat sich dieser Eindruck, diese Meinung verfestigt nach diesem Tag? Also ich kann ja persönlich berichten, als ich nach Deutschland kam, war mein Deutsch nicht besonders gut und ich habe es in meinem Beruf, in meiner Arbeit gelernt, irgendwie klarzukommen und es wurde immer besser. Und die jungen Menschen in dem Film haben ja auch alle geschildert, ein Kurs ist ein sehr mühsamer Weg, aber natürlich auch ein wichtiger Weg, aber noch viel besser mit Kollegen, mit dem Chef unterwegs zu sein, in der Arbeit auch Deutsch zu lernen. Man muss das Ganze begleiten mit einem Deutschkurs. Das ist, glaube ich, auch die Lehre, die daraus kommt, wenn man in der Wissenschaft schaut. Wichtig ist, dass die Menschen nicht nur integriert wird, aber dass man auch das aufbaut, dass man noch bessere Deutschkenntnisse bekommt. Eine gute Deutschkenntnis, gute Bildung sorgt letztendlich auch für eine gute Absicherung dieser Menschen und eine bessere Integration. Aber ich glaube, wir müssen jetzt in Deutschland einen neuen Weg tatsächlich stärker einschlagen, Menschen schnell in Arbeit bringen, damit sie auch schnell integriert werden und auch schnell die deutsche Sprache kennenlernen.